Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute 4 gegen 4 im PvE-Modus. Ich gehe rein als Burg. PvE ist schon eine Weile her. Aber das ist gar kein Thema. Und das sind geile Einheiten. Das sind richtig gute Einheiten. Wir könnten den Big Green Devil machen oder den Big Banana Bank. Wir könnten die austauschen gegen die Seeschlangen. Oder ich behalte die einfach. Ich behalte die einfach. Die sind auch nicht schlecht. Wir lassen das so. Wir sind auf der 6 schwach, aber das ist nicht so schlimm. Ich starte mit dem Grawl. Ganz entspannt mit dem Grawl und muss dann nur überlegen, ob ich den Bananenbank fett mache oder den Green Devil. Ist an sich beides gut. Gucken wir mal hier rüber. Ebenfalls ein Grawl. Drüben Double Katze, Sakura Blume und ein Mana Baum, Mana Ross. Ich glaube, ich mache einen großen Bananenbaum. Aber da müsste ich den so weit vorne hinstellen. Ich muss auf jeden Fall die Archer nach hinten stellen. Das ist klar. Genau wie die Atome. Müssen wir alles nach hinten stellen, damit die nicht groß gemacht werden durch die Wüstenpilger. So, PvE, wer es noch nicht kennt, das heißt, wir spielen hier zwar mit Workern, kriegen aber zufällig immer was geschickt. Wir können nichts senden, wir können nichts upgraden. Wir kriegen einfach alle den gleichen Send mit den gleichen, ja, Materialien in dem Moment. Das Mythium wird nur in Gold umgewandelt. Das ist der Unterschied dabei. Das heißt, ich schaue noch einen Worker rein. Ja, ich werde den großen Bananenbaum machen. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Den packe ich hier davor, damit ich den buffen kann. Grawl. Dann sind wir 25 wurde gesaved. Steht links da. Das heißt, von meinen 50, die ich hatte oder so, sind 25 weggegangen. Die werden dann für den nächsten Send benutzt. Ich kann ruhig noch einen Worker holen. Da können wir ein bisschen uns eine starke Frontlane aufbauen und dann mit den Atomen und den Archern schon von hinten schießen. Ja, Wüstenpilger halt mit rein, ne? Und Metzger-Skin. 55 wurde gesaved. Mit den 25 von der letzten kommt sozusagen 80 nächste Runde an, die gesendet wird. Jeder kriegt immer das Gleiche. Das heißt, wenn jetzt hier ein Hermit kommt, dann haben alle ein Hermit. Will hier vielleicht noch was hinbauen. Weiß ich noch nicht. Die Atome sind also mein Universalschaden.
und Stich, magischer Schaden und ein riesen Bananenbaum halt. Ja, ein King Upgrade und ein Unhold und das hat jeder bekommen. Ist immer gleich. Oh, der Grawl kann aber gut tanken. Wurde nebenbei noch hochgeheilt. Sehr schön. So, auf 6 bin ich ein bisschen schwach. Da muss ich ein bisschen mehr bauen. Deswegen platziere ich hier noch einen Grawl. Den mache ich dann zur Königskralle. Königskralle, Wächter der Meere, Bananenbaum und den Rest fülle ich dann mit den Gargoyles auf. Drüben sind auch Wüstenpilger. Okay, APS. Naja, gut. Hier ist wirklich so, ich muss überhaupt nicht auf den Gegner gucken. Macht gar keinen Sinn. Weil ich kann hier wenig nichts schicken. So, ich kann zwar drauf gucken, aber ich kann das nicht beeinflussen, was geschickt wird. Und hat einer gut durchgelassen. Wegen der Schnecke. Holy shit. 5 Stück. So, jetzt werde ich hier mal so eine Daphne aufwerten. Weil ich diese Runde keine Wüstenpilger bauen möchte. Die bringen ja nichts bei der Account-Verteidigung. Also wenig. Mach lieber eine Daphne rein, die bringt mir auch dann was für die 10. Das Healing ist schon gut, obwohl nur einer da steht. Hält ja schon echt stark. Sehr schön. Der Crow hat sogar noch überlebt. Hat zu viele Angler bauen wollen, deswegen hat er so viel verkackt letzte Runde, weil die Angler da kacke sind. So, das erste Upgrade. Das ist wirklich schön für neue Spieler, das PvE. Pack wieder, du Kacke. Dass man einfach ausprobieren kann und nicht auf den Gegner gucken muss. Was der so macht, das könnte ich verkacken. Der Pack wieder war ein bisschen zu stark für mich. Ja, aber ich bin nicht der Einzige. Mein Team haben 3 verkackt, der schafft es auch gar nicht. Ne, der schafft es nicht. Das war für mich. Alle verkackt. Ich baue nur noch einen. Drüben, die können aber auch angreifen. Er konnte es nicht blocken. Verkauf den, damit ich den Bananenbaum schon mal platzieren kann. Der hilft mir extrem viel weiter.
Dann brauche ich noch mehr Worker. Ich habe schon mal eine brutale Tank-Frontline aufgebaut. Wenn ich nur upgrade alle, dann sieht das sehr gut aus. Ja, das sollte ich haben. Oh, nichts gesendet. Jetzt muss ich wieder auf Daffeln setzen. Hoffentlich reicht die zwei. Und danach kann ich voll Wüstenpilger machen und die Upgrades. Hier ist jetzt rundum erstmal alles voll, das heißt ihn upgraden, das geht. Ich glaube, wir würden ihn nur zum Healing nutzen. Ja, ohne, wenn er nichts gesendet hat, dann sollte ich es schaffen. Huch. Machen die Heldenaura. My ancestors guide me. My ancestors guide me. Haben die nochmal schöne Schadensresistenz und mehr Schaden. Die anderen haben alle investieren genommen, aber da mache ich nicht mit. Held klingt für meine Strategie sehr gut. Okay, zwei Drachen. Exe King Aufwertungen. Durch das Healing komme ich ganz gut zurecht. Muss ich mir keine Gedanken machen. Zack. Ja, mit seiner Hydra, der hält natürlich sehr viel. Wir sind schon aufgewertet, die Kingpins maximal. So, 420 für ihn. Wir werden jetzt hier oder haben die dann noch die Verteidigung, den Magieschild, dann baue ich die auf, das ging gut und ein paar Worker muss ich bauen. Ja, der Baum wird leider nicht gefokust von Anfang an. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, wir könnten jetzt hier die Königskralle machen. Stellen wir hier noch sowas hin. Zack. Sieht doch gut aus. Jetzt werde ich die erstmal auf. Beziehungsweise den Baum. Und dann sieht es doch schon gut aus. Worker, bin ich auch gut dabei.
glaube aber, man braucht gar nicht 100 Worker oder so. Das ist glaube ich zu viel des Guten. Vielleicht so 70, 80 oder so. Sollte vollkommen ausreichen. Wir werden hier mal upgraden, ihn upgraden. So. So sieht das auch schon mal nach was aus. Dann habe ich nächste Runde die Wüstenbürger hoch. Wenn ich den Big Baum habe. 560, das wäre auch immer mehr. Hexe, Ogre, Pack Leader. Ah, am anderen Team ist schon einer down. Bei mir sieht es auch knapp aus. Ich könnte es noch schaffen, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe es noch abwehren können. So, haben wir gleich einen Haufen Worker. Ah, das war wirklich sehr gut. Naja, ich habe schon mal zwei stehen. Ich höre auch schon am Start. Das ist gut. Wie sieht es hier drüben aus? Wüstenpilger nicht aufgewehrt. Er hat drei Schweine. Okay. Das Bild ist krass. Hier drüben Metzger mit Green Devils oder Blue Devils, je nachdem. Bei Fernkämpfern ist das gut, da gehen die sofort auf den Baum. Aber bei den Nahkämpfern sind dann die Gargoyles und Green Devils zu weit vorne. Ja, Vulkankanonen. Auch schon wieder ein Eiersachs, habe ich gesehen. Sieht doch gut aus. Haben wir schon mal vier stehen. Das bedeutet 6000 Leben mehr für meinen Baum. 13.600. Das sieht gut aus. APS-Recherin mit Mana Explosion Baums. Pegasus, zwei Stück. Können wir hier rüber gucken? Ja, come on. Ja, man kann ja eh nichts schicken. Macht also Sinn. 800 wurden gesaved. Ist das rot, weil ich nicht genug hatte? Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Bin auch wieder gut im Mittelfeld. Gerade weil ich die letzten Cent gut abgewehrt habe. So, wir werden die mal aufwerten. Dann werde ich wohl noch eine Reihe Daphnis machen müssen. So wie das aussieht. Damit ich hier die 17 gut überstehe. Hoffentlich. Es kommt nämlich dick. Dicker Cent. 1200.
krass. Aber mit dem Voreis auf dem Baum ist natürlich krass. Da sehe ich alt aus. Aber gut, dass ich die Daphnis noch gemacht habe. Die können gut was wegblocken. Zentaur weg. Sehr gut, sehr gut. Sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön. Alles geblockt. Rechts sieht es nicht so gut aus. Beim Gegnerteam. Oh, das sieht gar nicht gut aus für die. Da kommt doch ein Voreis an. Oh, das gab dick Piepen. So, zwei neue. Hier noch so ein bisschen was verteilen. Ich werde jetzt keine Worker mehr bauen, wenn ich dann 100 habe. Beziehungsweise ich brauche jetzt eigentlich auch keine. Das lohnt, glaube ich, nicht mehr, wenn ich jetzt noch mehr hole. Dann baue ich lieber meinen dicken Baum noch aus. ...16.600, das sieht doch schon mal gut aus. Der hält ordentlich was aus und die Atome, die können ordentlich lasern. Genau wie die Daphne und die... ...großen Wüstenpilger. Sieht gut aus. Machen wir so. Und ich habe 115 drunter. Ich glaube, der zeigt das immer an. Wenn man, also wenn es rot ist, hat man nicht genug. Und das 32, ey. Nee, das ist mir zu viel. Das lohnt sich am Ende nicht. Wenn man zu viele Worker rausgepusht hat, das kriegt man nicht wieder. Hallo? 1500. 22.600er Baum. Greifen alle ihn an. So wollte ich das sehen. Oh, da sind ganze... 4 Eiersäcke. Und einen Haufen Goldwerfer. Die Teile, um Memphium zu kriegen. Also er hat schon zwei, also eine ganze Hydra-Rotation und ist jetzt gerade dabei, die zweite zu holen. Oh, das könnte nicht gut ausgehen für ihn. Was gibt's hier? Mein dicken Baum. Der ist schon fast wieder vor Höhe. Das ist unglücklich für ihn. Die gehen alle down. Wegen einem Teil. Ich verliere noch ein bisschen Leben, aber es reicht nicht. Und das ist schlecht für ihn.
Da hat er jetzt wirklich ganz viel Gold in den Sand gesetzt dadurch. Wir haben auch Vulkankanonen, dicke Kingpins, alles dabei. Oh, kann ich nicht aufwerten. Oh. Die Pollen sind aber wieder verrückt dieses Jahr, Mensch. So, da haben wir einige Wüstenpilger aufgewertet. Das heißt, ein richtig dicker Baum steht uns bevor. Das ist gut. 1700 zu wenig. Und es werden 3000 geschickt. Oh, holy shit, aber mein dicker Baum. Mit 30.000 Leben. Der hält ein bisschen was aus. Ob ich das schaffe, ist eine andere Sache. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Auch der Forest, der drauf schattet. Hat schon gut reduziert. Aber ich vermute mal, das rechte Team wird jetzt verlieren. Bei den 3300er Cent. Die haben vorher schon ein Alter ausgesehen. Ah, der ist noch fast voll. Er hat noch halbes Leben. Der ist aber auch down. Hat nicht mehr ganz so viel. Und wenn er das hält, ist es schon vorbei. Ja gut. Das war eine entspannte PvE-Runde. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Legion TD2. Schaut auch gerne beim letzten Video mit vorbei. Ja. Bis dahin, erstmal einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.